Auf zur nächsten Runde, könnte man wohl sagen, wenn man auf die Märkte guckt, denn aktuell sieht es gar nicht so übel aus. Wir sehen das hier beim DAX, der mehrheitlich heute nicht wirklich Gas geben konnte, nicht wirklich aktiv hier unterwegs war, sondern das Ganze ist eher so eine Schaukelkiste nach rechts gewesen, wenn man sich den Markt anguckt. Aber das Ergebnis jetzt hier um 16 Uhr, das ist eigentlich recht verlockend. Der Markt also auf der richtigen Seite wieder unterwegs, zumindest mal aus Long-Sicht. Wir können mal gucken, Nachrichten gab es heute um 16 Uhr, sind allerdings hier noch gar nicht eingetragen, aber der ISM Non-Manufacturing Index aus Amerika dürfte hier maßgeblich mit eine Rolle gespielt haben. Ich habe noch keine Daten, wir haben quasi 16 Uhr jetzt gerade hinter uns, insofern interessant, wie die Zahlen rauskommen. Vielleicht können wir das mal eben durch ein Reload noch reinkriegen. Jawohl, da haben wir es. Also 54,7. Also besser als erwartet. Es war schon besser erwartet als zuvor, aber es ist noch besser ausgefallen. Das ist sicherlich kein Nachteil für den Markt gewesen. Also eher bessere Voraussetzungen und dementsprechend also beflügeln für den Markt. Gucken wir uns das Ganze mal an, wie das in Amerika sich ausgewirkt hat. Dann, wie gesagt, Deutschland ist hier noch so ein bisschen an der Marke festklebend. Also da ist die Frage, schaffen wir es noch da deutlich drüber, beziehungsweise kommen wir auch auf die 13.200, die quasi die Oberseite dieser Zone hier ausmacht, oder hakt das Ganze da fest? Und da ist, wenn wir zuerst mal auf den Dow-Index gucken, nochmal das typische Muster eben zu sehen, dass wir sehen, hier Schub nach oben, wackelig ging es gestern nach unten. Und jetzt hier quasi wieder so eine Trigger-Situation. Wie gesagt, das ist der Index, der ist so natürlich direkt nicht handelbar, aber dass man es einfach nachempfinden kann, wenn wir im Index hier solche bullischen Signale hier eben bekommen, ist es durchaus nachvollziehbar, dass das ein positives Zeichen ist und dass man das dann gegebenenfalls mit den Wunschkontrakten, egal ob es ein CFD, ein Future oder irgendein Zertifikat dann sein soll, dann entsprechend umsetzen kann. Die Futures, die waren lange Zeit relativ schwach, sogar mit relativ deutlicher Abwärtsbewegung, sind jetzt aber stark wieder nach oben gekommen. Das heißt, die Stärke, die wir haben und auch das Überschießen, deutet eigentlich darauf hin, dass wir immer noch in der Aufwärtsbewegung sind. Trotz alledem, ich bin nicht super, super, super optimistisch, dass wir wirklich in einem Zug jetzt ewig weiter fortgehen. Denn wenn man mal vergleicht, wie Anstiege sein können hier vorne und wie wackelig das hier hinten ist, dann sieht man doch deutlich, dass da ein kleiner Unterschied ist. Sprich, das Ganze sieht hier deutlich korrektiver aus in Trendrichtung, was wir hier so haben. Man sieht es im 5-Minuten-Chart noch ein wenig deutlicher. Viele, viele Kursüberschneidungen, und das ist ein nicht untypisches Zeichen für eine Korrekturbewegung. Aber Korrekturbewegung in Trendrichtung, das ist doch normalerweise eigenartig. Richtig, das ist nicht das, was man sich normalerweise vorstellt. Das ist eher so eine Ending-Situation, und Endings sind nun mal, wie der Name schon vermuten lässt, tendenziell am Ende einer Bewegung, und die geht nun mal nach oben. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass es irgendwann doch zu Ende geht. Nicht notwendigerweise sofort, und jetzt ist es entscheidend, ob wir nach solchen Anstiegen, wie wir sie hier haben, nach solchen Anstiegen eher sowas bekommen. Dann ist das eher fraglich, ob man da jetzt unbedingt long gehen sollte, weil wir sehen das hier, dass da sich Schwäche andeutet. Wenn wir aber nach so einem Anstieg eher so eine ABC, irgendwie so eine Bullenflagge quasi bekommen, was sehr realistisch, aber nicht schon jetzt festgeschrieben ist, dann haben wir eben eine Chance, dass es weiter nach oben geht. So eine Bullenflagge könnte unter Umständen ungefähr so aussehen, und das wäre dann eben ein Zeichen für die Long-Seite, wenn wir sowas nochmal bekommen. Also da unbedingt drauf achten, da kann man eine Menge ablesen, eine Länge ableiten. Das ist grundsätzlich bei den Indizes aus Amerika überall zu sehen. Allerdings sind dort die Märkte zwar auch eingeschlafen, also wir sehen, dass der Vortrieb so ein bisschen einkurvt und deutlich mehr Mühe hat, hier den Vortrieb noch zu zeigen. Wir sehen das hier im Stundenchart relativ deutlich beim S&P 500, in dem Fall dem Future. Aber zumindest mal haben wir hier so eine gewisse Avance, dass der Markt eben nochmal nach oben kommt. Aber ganz wichtig, nicht jetzt vor Begeisterung sagen, klasse, jetzt geht es ja weiter, es muss jetzt unendlich hier noch nach oben gehen. Ich bin da noch etwas verhalten. Wir sind eben weit gelaufen, wir haben das All-Time-High erreicht, und klassischerweise mag der Kurs dann auch gerne mal eine Pause wahrnehmen. Das muss nicht gleich viele, viele Hunderte oder viele, viele Tausende, je nachdem, was für einen Markt man sich anguckt, Punkte dann unbedingt sein. Aber zumindest mal nicht der Moment, um auf der Long-Seite massiv mit dabei zu sein.
Was ich sehr interessant finde, deshalb will ich das an dieser Stelle auch noch mal einmal bringen, das ist der Euro aktuell. Und da sehen wir, das hatten wir schon mehrmals ja auch im Video mit beschrieben, dass der Kurs hier von den Tiefs, das ist das ganz langfristige Bild, auch hier dieses Ending, diese Situation, eigentlich beste Chancen hat, so um die 1,15, 1,18 möglicherweise hier zu sehen. Das sind ganz typische Niveaus. Ich weiß, man kann sich das fast schon nicht mehr vorstellen, weil es so lange her ist, aber das sind normale Bewegungsniveaus. Fibonacci lässt grüßen, hier so diese Zwischenhochs, die klassisch für so Ending-Situationen eben gelten. Das wäre mehr als typisch. Die Long-Seite ist also durchaus da im Plan. Wir haben durchaus einen ersten Einstieg in diese Richtung, hier zumindest mal andeutungsweise. Wir sehen das ja auf Tagesbasis. Und jetzt vermuten wir so ein bisschen, dass die Bewegung, die wir hier haben, so ein bisschen eine A-B-C-Kiste ist. Vorne wackelig runter, hier wackelig hoch und dann ziemlich schubmäßig nach unten für die Fibonacci-Freunde unter uns. Man könnte das einen Flat nennen, so sieht es zumindest mal im Moment aus. Das heißt, auch hier wird es jetzt spannend, solange wir Zwischenbewegungen sehen, die eher korrektiv sind, dann die Shortseite aufrechterhalten. Das sieht man nicht immer. Also hier im 15-Minuten-Chart hätte ich nichts handeln können, weil man das hier nicht sieht. Im 5-Minuten-Chart unter Umständen schon für die ganz kurzfristigen hier oder vielleicht sogar Minute zur Orientierung. Ich kann das mal andeutungsweise zeigen, wie sowas klassischerweise aussieht, dass man sagt, okay, das ist eine einhellige Bewegung, das ist wackelig. Da kann man sagen, wenn wir so ein Zwischentief brechen, das geht tendenziell dann nochmal in die Richtung. Muss nicht jetzt sein, dass man das auf Minute handelt, aber man hat dann zumindest mal eine Orientierung, in welche Richtung der Markt wohl eher guckt. So, das muss nicht ewig weitergehen. Wir kommen so langsam in den Bereich, dass hier Unterstützung anfänglich auffallen. Aus meiner Sicht ist diese Kiste hier der Zielbereich für diese Bewegung. Das heißt, wir können so langsam aber sicher gucken, ob wir hier eben Wenden bekommen. Und wenn die dann wieder Schub nach oben und wackelig nach unten zeigen, jawohl, dann ist ein schöner Einstieg da, um dann nicht nur ein bisschen, sondern gegebenenfalls hierüber hinaus mit Blickrichtung sogar 1,15 oder sowas zu gucken. Dafür wären zumindest die Chancen relativ groß. So, in diesem Sinne, jetzt habe ich ganz lange gesprochen, um Himmels Willen, tut mir furchtbar leid. Ich hoffe, es ist trotzdem ein bisschen spannend gewesen, am Chart hier das mal anzugucken. Toi, 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 alles Gute und liebe Grüße.